Wenn du schwere Ladungen transportierst, vielleicht mit einem kleinen LKW oder mit dem Anhänger, dann geht es darum, dass die Ladung ordentlich gesichert ist. Wenn du die Anhänger-Führerscheinprüfung machst, ist die Ladungssicherung immer ein ganz wichtiges Thema und wird sehr gerne gefragt. Und das schauen wir uns heute an. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir schwere Ladungen in einem kleinen LKW, den wir mit dem B-Führerschein fahren dürfen, auch dazu haben wir dir ein Video verlinkt, was du mit dem B-Schein alles lenken darfst, dann musst du diese Ladung so sichern, dass sie im normalen Fahrbetrieb nicht verrutschen kann, niemanden gefährden kann, nicht auf die Straße fallen kann oder wie auch immer. Und mittlerweile kontrolliert die Polizei auch BKW-Fahrer, die also kleine LKWs lenken, die man ja mit dem B-Führerschein wie gesagt fahren darf, ob die Ladung denn ordentlich gesichert ist. Vielleicht etwas Grundsätzliches zur Ladungssicherung. Du kennst ja diese Gurte, mit denen man Ladung am Boden runterzurren kann. Und wenn man dieses Etikett sich anschaut, dann steht dort immer irgendetwas von Dekanewton. Wie kommt man jetzt auf das? In der Physik werden Kräfte in Newton angegeben. Ein Newton entspricht ungefähr 0,1 Kilogramm. Und damit man in der Ladungssicherung nicht immer kompliziert herumrechnen muss, wird das Ganze in sogenannten Dekanewton angegeben, also 10 Newton, und das entspricht ungefähr 1 Kilo. Gerade wenn du bei uns in der Fahrschule den Führerschein der Klasse BE machst, also den Anhängerführerschein für einen schweren Anhänger, dann ist die Ladungssicherung immer eine sehr beliebte Prüfungsfrage. Ich möchte gleich sagen, dass dieses Video keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Hier gibt es eigene Ladungssicherungsseminare, die man für eine LKW-Ausbildung zum Beispiel machen muss. Da wird das bis ins Detail geklärt. Wir kümmern uns heute nur um die Basics, die man eventuell bei einer BE-Führerscheinprüfung benötigen würde. Wir haben grundsätzlich einmal die Möglichkeit, eine freistehende Ladung auf zwei Arten zu sichern. Das eine wäre der sogenannte Formschluss. Formschlüssig bedeutet, dass man eben die Ladung zu einer Ladebordwand dazugibt, beziehungsweise zwischen Ladebordwand und der Ladung, zum Beispiel einer Palette Fliesen, Paletten reingibt oder anderes Material, sodass diese Ladung nicht verrutschen kann. Die Literatur sieht Folgendes vor: Wir müssen eine Ladung nach vorne hin mit 80% ihres Gewichts absichern, links und rechts beziehungsweise nach hinten mit 50%. Das heißt, wenn du jetzt eine freistehende Palette im Laderaum hast, zur Ladebordwand mit formschlüssig gesichert, dann müsste die Ladebordwand also zumindest 80% des Gewichts der Ladung aushalten. Beispiel, du hast eine Ladung, die 1000 Kilogramm schwer ist, dann wird ein bisschen dieser Reibwert zwischen der Palette und der Ladefläche verhindern, dass die Ladung verrutscht. Den Rest müsste aber dann die Bordwand aushalten, also ca. 80%, also in dem Fall ca. 800 Kilo. Links und rechts wären es 500 Kilo und auch die Ladebordwand nach hinten müsste 500 Kilogramm aushalten, wenn die Ladung schön formschlüssig eben gesichert ist. Häufiger sieht man schon eine kraftschlüssige Ladungssicherung, wo also die Ladung mit Gurten nach unten gezogen wird. Und hier müsste man die sogenannte Vorspannkraft berechnen. Dafür gibt es eine ganz komplizierte Formel, habe ich die hier eingeblendet, blenden wir aber gleich wieder aus, braucht man sich nicht merken, kann man sich im Internet nachgoogeln, wenn man das will. Es gibt auch Seiten, wo man diese Vorspannkraft berechnen kann. Habt ihr zwei Links unten in der Beschreibung eingefügt, kannst du also selber die Vorspannkraft oder die Anzahl der Gurte berechnen. Wichtig bitte bei dieser Berechnung ist, welchen Reibwert habe ich denn auf der Ladefläche? Das heißt, habe ich eine Holzpalette auf einer Holzfläche? Habe ich eine Metalloberfläche mit einer Holzpalette? Oder habe ich vielleicht sogar eine Anti-Rutschmatte dazwischen? Das würde den Reibwert natürlich massiv erhöhen, bräuchte ich weniger Vorspannkraft. Was ist jetzt die Vorspannkraft? Das ist die Kraft, mit der diese Gurte die Ladung nach unten ziehen. Du hast das auf dem Etikett draufstehen mit diesem STF, also Standard Tension Force. Das wäre diese Vorspannkraft. Und wenn du zum Beispiel eine Palette Fliesen mit einer Tonne, also mit 1000 Kilogramm Gewicht auf der Ladefläche stehen hast, ohne Formschluss, also wirklich, die steht in der Mitte dieser Ladefläche, dann könntest du berechnen, dass man eben im Normalfall 4 Gurte mit einer Vorspannkraft von 500 Dekanewton braucht, um diese Ladung gegen Verrutschen zu sichern. Wenn man eine Anti-Rutschmatte drunter gibt, bräuchte man nur mehr 2 von diesen Gurten, um diese Ladung eben herunterzuzurren.
Aber wie gesagt, das kannst du dir selber berechnen. Ganz wichtig ist auch noch der Winkel, wie dieser Gurt von den Ösen zur Ladung geht. Je kleiner dieser Winkel wird, also je flacher diese Gurte gehen, desto mehr Gurte braucht man, beziehungsweise desto mehr Vorspannkraft müssen diese Gurte erzeugen können. Auch da habe ich dir eine kleine Tabelle eingeblendet und du siehst, also vor allem unter 30 Grad haben diese Gurte dann nur mehr ganz wenig Vorspannkraft und können nur mehr ganz wenig Ladung sichern. Natürlich gibt es auch eine Mischung zwischen Formschluss und Kraftschluss. Das haben wir zum Beispiel bei unseren Hängern. Wir haben zwischen Ladebordwand und unserer Palette, die wir auf dem Hänger haben, eine weitere Palette drinnen, sodass also hier ein Verrutschen nach vorne eigentlich nicht möglich ist. Zusätzlich haben wir die Ladung runtergezurrt mit entsprechenden Gurten, bei denen auch die Vorspannkraft besteht. Wir haben auch eine Anti-Rutschmatte drunter. Kannst du dir alles bei den Fahrstunden einmal zeigen lassen. Also ein Verrutschen unserer Ladung ist faktisch im Normalbetrieb unmöglich. Es gibt dann natürlich noch weitere Ladungssicherungsmöglichkeiten. Wenn du Laub transportierst, gäbe es ein Netz. Wenn du Sand transportierst, gäbe es eine Plane, die man drüber geben kann. Wichtig ist, immer der Fahrer ist für die Ladungssicherung verantwortlich, aber auch der Zulassungsbesitzer beziehungsweise gerade im gewerblichen Umfeld auch der Verlader. Wenn du zum Beispiel eine Palette Fliesen im Baustoffhandel einkaufen gehst, der Verlader wird sie dir auf die Ladefläche stellen. Auch er muss sicherstellen, dass diese Ladung gut gesichert ist, sonst könnte auch er zur Verantwortung gezogen werden. Ich glaube, es ist irgendwie logisch, dass wenn man zum Beispiel mit Kraftschluss die Ladung gesichert hat, dass diese Gurte nicht eingerissen sein dürfen, nicht verdreht sein dürfen. Sie müssen die notwendige Vorspannkraft haben. Auch die Ösen, die auf der Ladefläche angebracht sind, dort wo diese Gurte eingehängt werden, müssen natürlich das Gewicht aushalten, diese Vorspannkraft, und dass man genügend Gurte verwendet, damit man also die nötige Vorspannkraft erzielen kann. Ich hoffe, wir haben dir einen kurzen Überblick gegeben über die Ladungssicherung. Ladungssicherung ist ein wirklich ernstes Thema. Dafür gibt es eigene Seminare, die müssen LKW-Fahrer alle 5 Jahre machen, machen einen ganzen Tag nur diese Berechnungen über Ladungssicherung. Wir haben es hier nur im Kleinen abgehandelt. Wie gesagt, ich habe dir Links unten verlinkt, die du dir anschauen kannst, wenn du dich weiter interessierst. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, sag's weiter, dass es uns gibt, würde uns ein bisschen helfen, Reichweite zu bekommen. Dafür danke schon im Voraus. Wenn du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at. Wir wünschen dir viel Spaß bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.